Wenn die Nacht hereinbricht und alle zur Ruhe kommen, gibt es einen Menschen, der vielleicht nicht schlafen kann, nämlich deinen oder deine Ex. Was geht dem Ex wohl durch den Kopf, wenn er nicht schlafen kann? Welche Gedanken könnten das sein? Und wie könnten diese nächtlichen Grübeleien dazu führen, dass er beginnt, die Lücke zu spüren, die du im Leben vom Ex hinterlassen hast? In diesem Video nehme ich dich mit auf eine Reise in die Gedankenwelt deines Ex und ich zeige dir, welche spezifischen Dinge deinen Ex um den Schlaf bringen und wie genau diese schlaflosen Nächte dazu führen können, dass dein Ex anfängt, dich mehr und mehr zu vermissen. Schauen wir es uns an. Ich beginne mal ganz direkt. Dein Ex ist ja nicht blöd und er weiß ganz genau, dass er dich gerade mit der Trennung durch die Hölle schickt. Sehr oft liegt der Ex also nachts wach wegen einem schlechten Gewissen und wegen Schuldgefühlen. Dein Ex hat natürlich einige Mechanismen, um das auch auszuhalten, also zum Beispiel die Distanzierung oder auch den Confirmation Bias. Aber immer wieder zwischendurch wird mal dieses schlechte Gewissen durchklingen. Drei Anzeichen, dass der Ex ein schlechtes Gewissen hat, kannst du übrigens von Lena in diesem Video da oben erfahren. Wie du ja weißt, ist eine Beziehung, auch wenn sie endet, nicht immer nur schlecht gewesen. Und dein Ex weiß auch, dass er mit der Trennung jegliche Möglichkeit auf Entwicklung und auf eine bessere Beziehung mit dir gestoppt hat. Und das führt dann oft auch zum schlechten Gewissen, weil der Ex eben genau weiß, dass er gegangen ist, anstatt sich dem Schweren zu stellen. Vielleicht ist es auch passiert, dass dein Ex sogar ein Eheversprechen mit der Trennung gebrochen hat. Und so liegt der Ex dann oftmals in der Nacht wach und wird von einem Schwall an schlechten Gedanken und schlechtem Gewissen geplagt. Vielleicht siehst du das dann auch, wenn der Ex nachts mal wieder online geht, um dein Profilbild aufzurufen. Das ist übrigens ein sehr starkes Indiz dafür, dass dein Ex dich vermisst. Und wenn du merkst, dass das passiert, dann reagier am besten gar nicht auf dieses Verhalten. Also schreib den Ex dann nicht plötzlich an mit, hey, bist du auch noch online um diese Zeit? Sondern lass den Ex in diesem Prozess drinnen, weil so kannst du das Vermissen noch verstärken. Und auch wenn jetzt alle Zeiger im Ex gerade auf Trennung stehen, heißt das nicht, dass im Kopf vom Ex Ruhe eingekehrt ist. Obwohl die Entscheidung zur Trennung schon getroffen ist, geht der Ex die Trennung sicher nochmal und nochmal durch und wiegt unbewusst das Für und das Wider ab. Und damit sind wir auch schon beim zweiten, was den Ex nach einer Trennung wachhält, nämlich die Reflexion über die Trennung. Gerade wenn du durch die Trennung vielleicht so ein Aha-Erlebnis gehabt hast und bereits begonnen hast, erste Trennungsgründe abzuarbeiten, dann wiegt das im Ex ganz, ganz besonders schwer. Manchmal erzählen uns Kursteilnehmer und auch Klienten, die selber Schluss gemacht haben, von den langen und schlaflosen Nächten, in denen sie sich wirklich rumplagen, ob die Trennung jetzt doch die richtige Entscheidung war oder vielleicht sogar ein Fehler war. Und das führt dann nicht gleich dazu, dass der Ex dann sowas sagt wie, na, doch nicht. Lass uns wieder zusammenkommen. Sondern der Ex muss erstmal für sich zu einem gewissen Frieden kommen. Denn meist hat die Trennung ja auch einen handfesten Grund gehabt. Und wenn du deinem Ex jetzt beweist, dass die Trennung die richtige Entscheidung war, dann machst du es ihm natürlich super leicht, oder? Und deswegen ist es auch so wichtig, auf keinen Fall in so ein creepy Ex-Verhalten zu kippen. Und auch wenn du jetzt einiges erkannt hast und dem Ex dann jetzt schon das Blaue vom Himmel versprichst, dann wird sich das eher creepy anfühlen und du machst es deinem Ex leichter, diese Grübeleien abzustellen. Besser ist es also, du beginnst jetzt wirklich deine beste Version zu werden und die Trennungsgründe umzukehren. Wie das ganz genau geht, das erklärt dir Lena in dem Video da oben. Auf diese Weise kannst du dann im Ex den Gedanken befeuern, dass das Schlussmachen vielleicht doch ein bisschen vorschnell war. Er sieht ja, was sich bei dir tut. Und du versprichst es eben nicht nur, sondern lebst es tatsächlich aus. Wichtig ist aber, dass du das alles langsam und Schritt für Schritt angehst. Vertrau unbedingt auf unsere erfolgreiche Ex-Zurück-Strategie. Was dem Ex oft auch schlaflose Nächte bereitet, ist so eine gewisse unterschwellige Angst vor einer ungewissen Zukunft und damit auch eine einhergehende Überforderung. Eine Trennung trennt ja oft ganze Familiensysteme, Netzwerke, Freundeskreise oder auch Haushalte. Und egal, wie groß die jetzt sind, dann schauen trotzdem die meisten dann eine Person sehr fragend an in solchen Situationen, nämlich jene Person, die sich getrennt hat. Und dann wird nämlich vergessen, dass auch der Verlasser durch sehr schwere Gefühle geht. Aber jeder verlangt von dem dann so eine Art Plan, wie es jetzt dann weitergehen soll und man wirft dem dann auch oft schnell vor, dass er sich die Trennung nicht wirklich ordentlich überlegt hat.
Die eigenen Eltern werfen dem Ex die Trennung vor, die Kinder schweigen den Ex an, die Finanzen liegen im Argen und, und. Und oftmals erleben hier Ex-Partner richtig gehende Existenzängste. Und was den Ex dann wach hält, ist oftmals einfach die Sorge, wie es denn jetzt weitergehen kann, wie er sich in dieser Situation dann auch selbst gerecht werden kann und was er jetzt in dieser Situation genau tun soll. Und oftmals fehlt dann auch jegliche Stütze und Orientierung. Aber trotzdem möchte der Ex ja gegenüber sich selber oft und auch gegenüber dem Umfeld stark und entschlossen wirken. Und glaub mir, sonst wird das Umfeld vom Ex dann auch sehr schnell sowas sagen wie: Na schau, wie traurig du jetzt bist, geh am besten wieder zurück in die Beziehung. Das heißt, der Ex wird sich hüten, all diese Sorgen und all diese Überforderung auch wirklich nach außen zu kommunizieren. Und oftmals kommen dann genau solche Menschen zu uns ins Coaching, also die sich selber getrennt haben und damit eben so überfordert sind. Aber auch ein gutes Gespräch natürlich mit einem Freund oder eine kurze Auszeit kann in so einer Situation guttun. Schlaflose Nächte kann es dem Ex auch bereiten, wenn durch die Trennung ganze Beziehungskonstrukte wegfallen und damit natürlich auch die Verpflichtungen, wie zum Beispiel die sexuelle Treue. Ich spreche also davon, wenn der Ex diese neu gewonnene Freiheit auch ausprobieren mag. Und manchmal kriegen Menschen da einen regelrechten Stress, diese neu gewonnene Freiheit jetzt tatsächlich auch zu nutzen. Also gerade wenn die Trennung vielleicht eher so unsicher war, dann kriegen Menschen dann so eine Art Zeitdruck, so im Sinne von, ja, jetzt gerade könnte ich und wer weiß, vielleicht sind wir eh bald wieder zusammen, dann sollte ich es jetzt noch wirklich ausnutzen und mich da quasi im Pool des anderen Geschlechts austesten. Und so verbringen dann viele Ex-Partner Zeit auf unendlich vielen Dating-Apps und erstellen super tolle Profile und verbringen die ganze Nacht damit, sich da durchzuswipen. Was genau übrigens dahinter steckt, wenn der Ex sich auf einer Dating-Plattform angemeldet hat, darüber spricht Lena auch in dem Video da oben. Weil frisch Getrennte, die lieben es, sich einfach mal durch diese Profile da zu swipen und einfach mal nur auszuprobieren, was ja früher in der Beziehung schon eine reine Katastrophe gewesen wäre, weil man eben erwischt geworden wäre. Jetzt aber nach der Trennung stehen dem Ex quasi alle Türen offen und manche Ex-Partner sind dann regelrecht überfordert oder gestresst mit dieser riesigen Auswahl im Sinne von, ich könnte jetzt jeden oder jede haben. Egal, ob der Ex jetzt ein schlechtes Gewissen hat oder den neu gewonnenen Freiraum auskosten will oder maßlos überfordert ist. Du musst jetzt anerkennen, dass du hier jetzt gerade leider, leider nichts zu sagen hast und auch nicht viel machen kannst. Das bedeutet dann für dich, dass du in eine Kontaktsperre gehst, um den Ex auch wirklich hier den nötigen Raum und den nötigen Abstand zu geben, durch seine Prozesse gehen zu können. Und natürlich ist die Kontaktsperre super viel leichter, wenn vom Ex hin und wieder so ein Anzeichen des Vermissens kommt. Aber das ist absolut nicht die Voraussetzung. Die Kontaktsperre, die wirkt überwiegend im Verborgenen und im Unterbewussten, also indirekt. Und die Früchte dafür, die erntest du dann erst später, wenn du die Testfrage schreibst und natürlich auch, wenn du mit dem Ex dann wieder ins regelmäßige Schreiben kommst. Und natürlich ist bei einer Kontaktsperre auch die richtige Dauer entscheidend. Warum ist es so? Naja, weil der Ex ja für seine eigene Entwicklung auch Zeit braucht, um später mal wieder Gefühle zulassen zu können. Der Ex muss gewissermaßen durch diesen internen Struggle durchgehen, ohne dass er sich bei dir gleich wieder trösten lassen kann oder dass er von dir gleich wieder eine nette Nachricht bekommt. Der Ex muss also merken, was es bedeutet, sich zu trennen, ohne dass er sich da wieder die Rosinen rauspicken kann. Und dafür braucht es eben ausreichend viel Zeit und eine ausreichend lange Kontaktsperre. Deswegen schau unbedingt, dass du lang genug in die Kontaktsperre gehst. Für die richtige Dauer haben wir auf unserer Homepage da auch einen eigenen Kontaktsperre-Rechner entwickelt, mit dem du die Dauer für deine spezielle Situation auch ganz super simpel herausfinden kannst. Ich verlinke dir den Kontaktsperre-Test mal da oben. Wenn du dann in eine Kontaktsperre gegangen bist, dann schickst du deinen Ex in so eine Art dunklen Raum. Der bekommt also dann gar nichts mehr mit von dir. Und in den meisten Fällen rechnet der Ex bei einer Trennung nämlich auch gar nicht damit und dass du dich so verhältst. Der Ex wird eher damit rechnen, dass du ihm hinterherläufst und dass du zu betteln anfängst. Und damit sind wir schon beim nächsten, was den Ex nachts wach hält, nämlich das eigene Gedankenkarussell. Auch im Ex gibt es da so einen Teil, der noch verbunden ist mit dir. Und genau dieser Teil wird durch die Kontaktsperre aktiviert. Der Ex fragt sich also, vor allem in den ruhigen Zeiten, auch nachts, was machst du so gerade, wie geht's dir mit deinen Problemen, was sind deine Herausforderungen, bist du gesund,
kommst du zurecht? Und vor allem, wie denkst du über den Ex und wie sprichst du über den Ex? Und ich bin mir sicher, dass die meisten Ex-Partner am liebsten jeden Tag von dir so ein Check-in kriegen würden. So mit, hey, alles ist gut bei mir, die Trennung war eine gute Idee, mach dir keine Sorgen, dass du mich verlassen hast. Aber weil dein Ex das nicht kriegt, weiß er auch nicht so genau, wie du mit der Trennung umgehst und wie du über den Ex und über die Trennung redest. Und der Ex-Partner stellt sich dann schon die Frage, hast du vielleicht auch schon wen neuen oder mit welchem Outfit gehst du jetzt tanzen oder in die nächste Bar? Aus diesen Gedanken entsteht dann so ein richtiges Gedankenkarussell, das den Ex bis in den Schlaf verfolgt. Denn durch deine Kontaktsperre erhält er ja auch keine Antworten auf all seine Fragen, oder? Und kann sich das immer nur selber überlegen und mit eigenen Gedanken füllen. Und genauso rattern und rattern und rattern dann die Gedanken, die dann Schritt für Schritt auch das Vermissen triggern. Und ganz wichtig, bei all diesen vielen Gedanken und Grübeleien vom Ex bist du vermutlich die vorletzte Person, die davon erfahren wird. Warum die vorletzte? Naja, du kannst es natürlich indirekt mitkriegen, oder? Indem der Ex, wie gesagt, öfters mal zu neuen Zeiten online ist oder dich selber zu späteren Stunden mal anschreibt oder indem der Ex nachdenkliche Sprüche oder Lieder postet oder hört. Die nächste Stufe wäre dann, dass der Ex sich den Freunden anvertraut und die aber hoch und heilig versprechen lässt, dass sie dir sicher nichts davon erzählen. Und oft hörst du dann auch so Sätze wie, naja, der Ex, der kommt halt schon irgendwie zurecht. Aber glaub mir, dein Ex, der wird sich wirklich davor hüten, dir das wahre Ausmaß seiner eigenen Grübeleien und seiner Innenwelt mitzuteilen. Einerseits, er will ja cool und standhaft erscheinen, oder? Und andererseits natürlich auch, es ist auch das Richtige in dieser Situation. Denn immerhin hat er dich verlassen und gesellschaftlich ist es damit akzeptierter, irgendwie cool und stark zu sein. Wie kannst du jetzt diesen Prozess im Ex, dass er ins Vermissen kommt, wie kannst du den verstärken? Wichtig ist, dass du diese Situation jetzt wirklich am Schopf packst und das Ganze so umdrehst, dass der Ex seine Abwehrmechanismen möglichst gut abbaut und von selber wieder den Schritt geht und sich um dich bemüht. Einerseits schaffst du das, wie bereits erwähnt, durch eine solide Kontaktsperre. Aber es gibt ja natürlich schon noch mehr, was du machen kannst. Deswegen habe ich hier im Video neben mir drei geniale Tipps für dich, wie du deinen Ex dazu kriegen kannst, dir sprichwörtlich wieder hinterherzulaufen. Und im Video unter mir spreche ich über den Zeitpunkt, wann dein Ex wieder beginnt, dich zu vermissen. Bis gleich.